Wir als Paten des Mahnmals gegen Zwangssterilisation beschäftigen uns mit dem Gegenwartsbezug des Themas und interessieren uns dabei für den Umgang mit Behinderungen unserer Gesellschaft, im Besonderen in Bezug auf Sexualität. Zum Beispiel, ob die Gesellschaft das Thema Behinderung und Sexualität akzeptiert. Dazu durften wir den Professor Dr. Rudi Meyer von der FSH St. Gallen interviewen. Ja, hallo, mein Name ist Rudi Meyer. Ich bin sowohl Heilerziehungspfleger, das ist ein Beruf in der Arbeit mit Menschen mit einer Behinderung, und auch Erziehungswissenschaftler und empirischer Kulturwissenschaftler. Ich arbeite seit 5 Jahren an der Fachhochschule in St. Gallen und vertrete dort die Themen Kultursoziologie, Gesellschaftssoziologie und auch den Schwerpunkt Inklusion und Behinderung. Wie gehen die Angehörigen damit um, wenn Behinderte Gefallen an Sexualität entwickeln? Naja, Menschen mit einer Behinderung und Sexualität, großes Tabu. Es wird beschwiegen, es wird sozusagen nicht wirklich wahrgenommen. Wenn wir was darüber erfahren, dann ist es meistens aus den Medien. Und in den Medien erfahren wir ganz häufig Geschichten von Opfern oder von Helden. Entweder ist jemand mit einer Behinderung trotz der Behinderung ganz toll und kann was richtig gut, oder jemand leidet ganz fürchterlich daran, dass jemand behindert ist. Das Problem ist der Begriff Behinderung. Was soll denn das sein? Menschen mit einer Behinderung sind so vielfältig wie Menschen ohne Behinderung. Menschen mit Behinderung haben genau die gleichen Interessen, Sehnsüchte, Erwartungen und Lüste wie nicht behinderte Menschen. Und insofern ist die Frage mit der Sexualität eine ganz individuelle. Die Gesellschaft stigmatisiert, tabuisiert und Angehörige sind häufig einfach überfordert. Das ist einfach erklärt. Wir haben viel zu wenig Vorbilder, wo wir sehen, das ist ganz normal, wie bei uns auch ist. Gibt es eine professionelle Begleitung für Behinderte in Sachen Sexualität und wie sieht diese Beratung aus? Das sind 2 Fragen in einer. Es gibt tatsächlich Dienstleistungsangebote, Sexualbegleiterinnen, Begleiter oder Berührerinnen nennt man die auch. Das sind üblicherweise bezahlte Dienstleistungen. Man kann auch sagen, eine bestimmte Form von Prostitution. Die ist in manchen Ländern in Europa legal, in anderen nicht. Und da muss man eben das entsprechende Kleingeld haben, wenn man solche Dienstleistungen und Angebote wahrnehmen möchte. Da gibt es eine lange Geschichte dazu. Schon in den 70er Jahren, letztes Jahrhundert, sind vor allem behinderte Männer nach Holland gefahren, weil dort gab es einfach Bordelle, die barrierefrei waren. Die konnten hier nirgends in das Bordell und mussten dann nach Holland fahren. Wie man das findet, ob man das moralisch verwerflich oder gut findet, sei mal dahingestellt, es gibt diese Angebote. Sexualbegleiterin und Berührerin. Auf der Beratungsebene gibt es tatsächlich sozusagen jede Menge Angebote, wie man in Kontakt kommen kann mit diesen Angeboten. Es gibt nicht zuletzt noch eine Entwicklung, die ist relativ, ja, auch ein Stückchen tabuisiert, nämlich viele Menschen mit einer Behinderung leben ja in Wohnheimen, in Einrichtungen, in Sondereinrichtungen. Und dort gibt es natürlich auch Angebote von Assistenzen, da wo es Unterstützung braucht für sexuelle Praktiken etc. Da kommt es ein bisschen auf die Einrichtung an, wie offen damit umgegangen wird. So richtig oft gibt es es nicht, aber doch immer wieder. Sie meinten gerade, dass gerade Leute mit Behinderungen nach Holland auch extra gefahren sind. Durften sie hier aufgrund ihrer Behinderung nicht ins Hotel oder wie ist da? Also sie durften, aber sie konnten nicht, weil wenn jemand im Rollstuhl sitzt und da gibt es Treppen und man kommt nicht rein oder es gibt keinen Aufzug, dann kommt man einfach nicht rein. Und das war in Holland, ist seit langem in Holland anders, auch in Italien. Die sind einfach viele Jahre weiter voraus, wenn es um den Abbau von Schranken, den Zugang zur Gesellschaft geht. Da haben die einfach viele Jahre Vorsprung. Und das hat was mit der deutschen Geschichte zu tun, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hierzulande sozusagen man nach wie vor für behinderte Menschen, deren Leben in Einrichtungen vorgesehen hat. Ja, man kam in die Sonderschule, dann kam man ins Wohnheim und dann kam man in die Werkstatt für Behinderte. Dort wurde gearbeitet und so waren die Menschen eigentlich unsichtbar gemacht und sind es zu großen Teilen bis heute. Und erst seit 30, 35 Jahren gibt es soziale Bewegungen, die Behindertenbewegung, die gleiche Rechte fordert und die
fordert, gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein, wie alle anderen Menschen auch. Wie reagieren behinderte Jugendliche auf Pubertät und auf Körperveränderung? Ich frage zurück, wie haben wir reagiert? Wir waren verwirrt, wir waren verwundert, wir wussten nicht genau, was ist es. Da wächst was, da kommt Flüssigkeit aus einem raus und so weiter und so weiter. Nicht anders. Aber das Bild, das wir sozusagen über behinderte Menschen haben, ist, wie ich vorhin schon sagte, natürlich ein bisschen ein verschobenes. Menschen mit einer Behinderung entdecken sich, ihren Körper, ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte, genauso wie alle anderen auch, in ihrem jeweiligen So-Sein, so wie sie halt sind. Und das kann tatsächlich ganz unterschiedlich sein. Das kann manchmal ein bisschen seltsam auch aussehen. Und gleichwohl ist es überhaupt nicht anders wie bei uns auch. Wir sind verwirrt, wir sind durcheinander, wir wissen nicht, was mit uns passiert. Und wenn ihr mit euren Eltern mal darüber redet, wie sie euch erlebt haben, als ihr in der Pubertät wart, als ihr euch da so erlebt habt, die würden euch schöne Geschichten erzählen können. Viele Jugendliche haben Probleme, mit Homosexualität umzugehen. Wie sieht es eigentlich bei Behinderten aus? Ja, da kommen ja zwei Sachen zusammen. Einmal sind die Menschen irgendwie anders, ja? Stichwort Behinderung, und dann sind sie auch noch anders, Stichwort homosexuell. Das ist oft eine Form von doppelter Diskriminierung, die solche Menschen erfahren, und wir wissen von allen Menschen, die homosexuell sind, ob Männer, ob Frauen, dass dieses Coming Out manchmal ganz schön schwierig ist. Ja? Sich zeigen, ich bin so wie ich bin und ich bin homosexuell. Und bei Behinderten, vor allem jungen Menschen, die homosexuell sind, ist das einfach verdoppelt. Das Thema Sexualität ist tabuisiert, das Thema Homosexualität ist diskriminiert, ganz häufig noch. Und diese zwei Sachen kommen zusammen. Deswegen haben vor vielen, vielen Jahren sich schon schwule und lesbische behinderte Menschen zusammengeschlossen. Und das gibt es sozusagen im Internet, findet man jede Menge Angebote, Beratungsstellen, Beratungsforen, wo die Leute sich untereinander austauschen, in ihren Communities sozusagen sich über sich untereinander austauschen können, bestimmte Fragen diskutieren können. Erstmal unterscheidet sie homosexuelle Menschen mit einer Behinderung nicht von homosexuellen Menschen ohne eine Behinderung. Die Frage, wie akzeptiert sie in ihrer Gruppe sind, in der Schule, auf der Arbeit, im Freundeskreis und in der Familie, die Frage stellt sich tatsächlich, und da ist dieser Coming-out-Prozess natürlich in der Stadt zum Beispiel einfacher wie auf dem Land, bei eurer Generation sicher einfacher wie noch vor 30, 40, 50 Jahren. Da hat sich doch gesellschaftlich einiges geändert. Ein spannendes Portal ist zum Beispiel queerhandicap.de. Da findet man jede Menge Beratungsstellen und Informationen. Und warum junge Menschen, schwule und lesbische Menschen das machen, ist relativ einfach. Behinderte Menschen haben sehr früh oder vor vielen Jahren gelernt, ich muss das selber organisieren, es macht niemand für mich. Sie haben sich selber das Wort gegeben, sie haben sich selber zusammengeschlossen und sie mussten für alles kämpfen. Und das haben sie gelernt, die letzten 40 Jahre, sich selber zu organisieren, sich für ihre Belange einzusetzen. Und in so einem Forum im Internet kann man das sehr schön sehen. Sehr selbstbewusst treten die da auf und fordern die gleiche Behandlung, die gleichen Rechte und den Abbau von Benachteiligung und Diskriminierung. Sind zwei behinderte Menschen in der Lage, ein Kind zu zeugen und es großzuziehen? Selbstverständlich. Wir müssen natürlich wiederum fragen, wer ist gemeint. Es gibt inzwischen in meinem Bekanntenkreis sehr viele Eltern, Mütter, Väter mit einer Behinderung. Das ist inzwischen das Normalste der Welt. Eine schöne Geschichte, die mir eine Frau aus einer Beratungsstelle in der Schweiz erzählt hat, kann ich, glaube ich, hier erzählen. Sie berät vor allem Mütter, die Kinder bekommen wollen, die behindert sind, oder Frauen, die ein Kind bekommen wollen. Was ist das Besondere, was muss sie beachten, wenn sie Eltern werden wollen? Da gibt es seit langem eine Beratungsstelle dafür. Die Geschichte, die sie erzählt hat, hat ihr eine Frau erzählt, die blind, vollständig blind war, die ein Kind gekriegt hat und die dann ganz normal in die Klinik geht zur Geburt und ganz erschrocken war, weil der behandelnde Arzt im Kreissaal bei der Geburt völlig überfordert war. Er hat gedacht, der Arzt war völlig hilflos, weil er nicht wusste, wie er mit dieser blinden Frau umgehen soll. Dann hat die blinde Frau irgendwann mal gesagt, während der Geburt, gesagt,
er müsste jetzt mal eine Pause machen. Er sei ja völlig. Er könnte also, und er soll mal ein bisschen durchschnaufen, sei alles in Ordnung. Und zwar während der Geburt. Und das fand ich eine wunderbare Geschichte, die zeigt, dass es gibt manchmal Spezifisches, wenn eine Frau zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, die Geburt kann da, je nachdem, welche Einschränkung vorhanden ist, ein bisschen anders verlaufen. Da muss man vielleicht auch mal einen Kaiserschnitt machen. Üblicherweise sind es dann im Nachhinein, wenn das Kind da ist, die Frage, wie erziehen Sie die Kinder, wo brauchen Sie Unterstützung? Es gibt eine schöne Entwicklung, das nennt sich unterstützte Elternschaft. Ja, da gibt es einfach Hilfsangebote, da kommt ein-, zweimal am Tag jemand kurz vorbei, wenn man die Leute es nicht alleine können, und machen genau das, was bei nicht behinderten Eltern auch der Fall ist. Man holt sich Unterstützung, wo man sie braucht. Ja? Man kann nicht immer alles. Man braucht mal die Oma zum Aufpassen, man braucht mal einen Kinderarzt, der einem weiterhilft. Also auch da, es gibt Besonderheiten, aber alles in allem können behinderte Menschen selbstverständlich Kinder bekommen und sie auch großziehen. Gibt es für Behinderte andere oder spezielle Verhütungsmittel? Nein. Für Männer Kondome und für Frauen das, was für Frauen üblicherweise als Verhütungsmittel bekannt ist. Allen voran die Pille, es gibt die Vaginalzäpfchen, es gibt die Spirale, selbstverständlich. Und was bei Frauen mit einer Behinderung immer wieder, vor allem bei Frauen mit einer geistigen Behinderung, häufig anzutreffen sind, sind die sogenannten Depot-Spritzen, 3-Monats-Spritzen, die jedoch kräftige Nebenwirkungen haben können. Also es ist nicht immer das erste Mittel der Wahl. Sie unterscheiden sich erstmal nicht groß bei den Verhütungsmitteln von denen von nicht behinderten Menschen. Wie sieht es heute mit der Zwangssterilisation aus? Lassen die Eltern ihre behinderten Kinder auf Wunsch zwangssterilisieren? Es ist in der Tat so, dass seit Anfang der 1990er Jahre die Zwangssterilisation eigentlich verboten ist. Gleichwohl gibt es den Paragraph 1905 im Bürgerlichen Gesetzbuch, der es unter klaren und deutlichen Auflagen ermöglicht, auch heute noch Menschen gegen ihren Willen zu sterilisieren. Das ist eine hochkomplizierte juristische Prozedur und es kann sozusagen nicht gegen den Willen eines Betroffenen, einer Betroffenen durchgesetzt werden, aber auch nicht auf Wunsch zum Beispiel von Angehörigen. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Und auch da gibt es wieder eine Möglichkeit und jetzt wird es sehr, sehr kompliziert. Machen wir es kurz. Ja, es ist möglich. Und wie es zu bewerten ist, es ist eine Weiterführung dieser Tradition eugenischer Maßnahmen, dass Menschen gegen ihren Willen ausgeschlossen werden können. Es ist eine hoch schwierige, komplexe, ethisch-moralische Ebene. Ich persönlich bewerte es so, dass ich sage, es muss unter allen Umständen ausgeschlossen werden, dass jemand zwangssterilisiert wird. Gleichwohl wissen wir, es passiert. Ich habe noch mal kurz Zahlen nachgeguckt. Es gibt keine verlässlichen Zahlen. Es gibt nur Schätzungen und grobe Annahmen. Eine Zahl gibt es aus dem Jahr 2004, da gab es vom Bundesjustizministerium eine Untersuchung. Da wurden damals 187 Anträge auf Zwangssterilisation nach § 1905 gestellt, von denen 154 bewilligt wurden. Das heißt, mindestens 154 Mal wurde eine Sterilisation üblicherweise an jungen Frauen vorgenommen. Und es wird geschätzt, dass pro Jahr in Deutschland etwa 100 Zwangssterilisationen durchgeführt werden, ungefähr. Das sind Schätzungen, es gibt keine belastbaren Zahlen. Ja, und da sind wir in einem hochkomplexen Feld, in einem hochkomplexen Thema. Ich vertrete die Position, dass es keine Zwangssterilisation geben darf. Aber wo wird das beantragt? Weil Sie jetzt eben gesagt haben, es wurden beantragt. Und wer beantragt das in der Regel? Da kommt das Betreuungsgesetz in Anschlag. Nämlich es braucht sozusagen einen Sterilisationsbetreuer, so heißt es. Ja?
der anhand von Kriterien, das ist wirklich jetzt viel zu detailliert, es gibt 5 Kriterien, die sozusagen in Anspruch genommen werden können. Es betrifft vor allem Menschen, die nicht einwilligungsfähig sind und das muss geprüft werden, dann von einem Richter sozusagen genehmigt werden und erst dann darf der Prozess überhaupt losgehen. So. Hochkomplex, da geht es sehr in juristische Details einfach auch. Und das muss vor Gericht werden. Das muss beantragt werden von einem sogenannten Sterilisationsbetreuer oder Betreuerin. Das hat was mit dem Betreuungsgesetz zu tun. Und das ist eine hochkomplexe Materie. Auch in der Schweiz wird es nach wie vor durchgeführt, auch gleichwohl es offiziell verboten ist. Die Ausnahmen, die per Gesetz möglich sind, werden eben tatsächlich kommen zum Tragen. Ungefähr 100 Zwangssterilisationen im Jahr. Bis heute noch? Bis heute, ja. Geschätzt. Und erstaunlich ist, wir haben uns ja tatsächlich mit den Prozessen auch beschäftigt, die zur NS-Zeit geführt haben. Im Prinzip ist der Ablauf der gleiche. Initiatoren waren damals die Gesundheitsämter, Ärzte oder Denunziation durch Angehörige, Nachbarn. Ja. Und ein Gericht hat entschieden. Ja. Also im Prinzip ist der Grundprozess, wenn man sich den genau anguckt, der gleiche. Das ist das große Feld Recht und Gerechtigkeit. Und wir wissen, dass sozusagen wir immer einen Teil der Geschichte mit uns rumtragen, in dem Fall auch von Rechtsgeschichte. Die Entschädigung, haben Sie vielleicht auch gemacht, ungefähr 500.000 Menschen sind in der Nazizeit zwangssterilisiert worden. Die Entschädigung ist eine große, große Blamage für die Gesellschaft der Nachkriegszeit. Bis in die 90er Jahre rein wurden diese Menschen nicht entschädigt. Das Gesetz zur Verhütung erkrankten Nachwuchses wurde, vielleicht liege ich im Jahr ein bisschen falsch, ich glaube erst 1998 für nichtig erklärt. Ja? Also fast 60 Jahre hat es gedauert, bis wir gesagt haben, das war kein Recht, sondern es war Unrecht. Und diese Geschichte zeigt sich fort, wenn man schaut, wer diesen Nazi-Morden die Begutachtungen für die Deportation durchgeführt hat, was diese Ärzte, die später in Auschwitz waren, was die nach dem Krieg gemacht haben. Sie haben die Lebenshilfe gegründet, sie haben in den Gerichten weitergearbeitet, sie waren Gutachter für behinderte Menschen und so weiter und so weiter. Genau das schleppt sich da sozusagen fort und zeigt einfach die Kontinuität dieses Denkens in lebenswert und lebensunwerte Menschen. Die haben wir natürlich über viele Jahrzehnte noch, bis eben diese Behindertenbewegung darauf aufmerksam macht und sagt, das müssen wir jetzt endlich mal ansprechen, das muss enttabuisiert werden, die Verbrechen müssen Verbrechen genannt werden und die Lebenssituation von behinderten Menschen heute muss sich dramatisch verbessern, ein Ende dieser Aussonderung und dieser Bewertung muss stattfinden. Vielen Dank für das Gespräch, dass Sie hier waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, bitte. Ich bin gespannt aufs Ergebnis. Danke.